So, jetzt geht es weiter mit Let's Play The Witcher. Warum ist es Nacht? Ganz einfach. Wir hatten vor ein oder zwei Folgen das Problem, dass die Verschlinger, die ich noch erledigen muss, nur sehr wenig auf den Feldern erschienen sind. Und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, die in eurer Abwesenheit noch alle zu erledigen und den Vertrag zu erfüllen. Und das muss man natürlich bei Nacht machen. Deswegen habe ich jetzt auch gleich wieder hier noch ein bisschen mehr Erfahrung angesammelt. Darüber ist hoffentlich keiner traurig oder mir nicht böse. So, dass wir das jetzt auch erledigt haben. Außerdem müssen wir bei Nacht ja auch noch die Ertrunkenen abmetzeln. So, und die Elfen haben sich jetzt wahrscheinlich alle in ihre Höhle verzogen, schätze ich mal. Gucken wir mal nach. Ja, genau. Dachte ich mir doch. Nur die hier, ne? Die ist ja echt merkwürdig. Kann ich nicht mit dir reden? Hallo, was ist das denn? Captain Mill, Gwynblade. Ich habe Essen mitgebracht. Was ist das? Hä? Hab ich da irgendwas? Eine Zuckerpuppe, ja, genau, sicher. Ich spucke. Seid vernünftig. Ihr müsst essen. Ich will doch nur helfen. Helfen? Nein. Ihr wollt eure Überlegenheit demonstrieren, indem ihr mir Futter zuwerft, wie einem wilden Tier. Seid nicht so herablassend, Mensch. Ich bin nicht herablassend. Als ich Hunger hatte, bekam ich einst ebenfalls von unerwarteter Seite Hilfe. Ich brauche euer Mitleid nicht. Ihr Elfen seid unverbesserlich. Ihr ignoriert das Offensichtliche. Ein Bettler, egal wie arrogant er ist, kann niemanden beeindrucken. Er macht sich nur lächerlich. Ihr seid also gekommen, um zu lachen und Abnormitäten anzugaffen? Jetzt bin ich wütend. Ihr sprecht von Wut, ihr? Ich würde euch so verprügeln, dass ihr mich nie mehr vergesst, ihr. Beruhigt euch. Alles wird gut. Klar gibt es einen neuen Charaktereintrag. Egal, was ich jetzt dazu sagen würde, es würde die Situation nicht mal annähernd irgendwie passend treffen. Elfenhandwerker, steh auf. Ja? Ich bin wegen des Spiegels hier. Er ist fertig. Habt ihr die Bezahlung? Bitte sehr. 100 Orens. So, tschüss. War übrigens sehr schön hier. Eure Gastfreundschaft ist nach wie vor spitze. Oh, Mann. So, und wenn es jetzt... Ein Hund an der Leine der Menschen. Ja, weiß ich. Wobei, nee. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar, Moment, wo muss ich hin? Ja. Ich schneide jetzt mal wieder und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder, denn wir werden jetzt den Verschlingervertrag an Abigail übergeben. So, wo ist die Olle? Da. Was wollt ihr? Ich will Geld! Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Ist das nicht ein bisschen spät jetzt dafür, wo alle schon tot sind? Hier sind sie. Danke. 300 Orens. Joa, kann ich mal schlecht. So, und jetzt... Moment... Was wollt ihr? Nein, sie kauft das. Sie kauft das nicht. Warum denn das nicht?
Warum das denn nicht? Was soll denn der Scheiß? Dann halt nicht. Bitte sehr. So, und jetzt müssen wir nämlich noch healen. Und das schneide ich jetzt nicht raus. Da laufe ich jetzt mit euch gemeinsam hin. Ja. Geralt lässt es bei Nacht ein bisschen gemütlicher angehen. Das ist auch verständlich, klar. Ja, aber ich schätze mal, so langsam neigt sich auch dieses Kapitel unweigerlich dem Ende entgegen. Ich bin ja auch wieder in einer Aufnahmesession. Das heißt, ich habe gerade wieder keinen Überblick, wie viele Folgen ich jetzt schon wieder aufgenommen habe, in welcher Folge ich gerade bin. Lass mal gerade überlegen. Nee. What? Verschlinger Armee? Ach so, hier hätte man also auch Verschlinger treffen können. Gut zu wissen, aber jetzt ist es zu spät. Ich bin jetzt nämlich eigentlich wegen was ganz anderem hier. Eigentlich bin ich wegen der Herren da vorne hier. Ach, ist das nicht schön? Guck mal, wie die extra auf einen warten. Also, das ist ein Service. Kann sich ja echt keiner beschweren. So, alle auf einmal. Ach, es sind nur 4 Stück, das ist ja lächerlich. Komm her. Und da ist C4. Der ertrunkene Tote höchstpersönlich ist schon dort. Nein, Geralt. Geralt, nein. Mist, geht das nicht? Na, komm, steh auf, C4. Dann klären wir das halt so, im Kampf Mann gegen Mann. ...970 Erfahrungen und nochmal 2000... Ja. Also das war schon echt ein starker ertrunkener Toter, muss man echt sagen. Boah, ist ja unglaublich. Ach nee, es war nur ein normaler. Silberner Bernsteinring, ja gerne. Goldener Schal. Wow. Und eine Türkis-Halskette. So, und jetzt müssen wir zurück... ...zum Seeufer. Okay, das schneide ich jetzt wirklich wieder raus. Also, wir sehen uns gleich bei der Najade wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder, wie versprochen, am Seeufer zurück. Und jetzt werden wir der Najade ihre Kette zurückgeben. Ach, Alvin ist natürlich auch wieder mit vor Ort. Klar. Alvin, Alvin, guckst du mal weg? So, ich sag, glaub's ja wohl, das geht ja gar nicht hier. Reden wir. Oh mein Gott, du bist noch zu jung für sowas. Ich habe eure Halskette. Wundervoll. Und jetzt eure Belohnung. Ich kann euch ein Buch über die Votyanoi oder eine Erdrune anbieten. Oder, wann immer es erforderlich ist, eure Wunden versorgen. Oh, ich würde mir gerne von dir die Wunden versorgen lassen, meine Liebe. Aber das Buch über die Votyanoi wäre auch nicht schlecht. Vor allem, weil es relativ teuer ist. Erzählt mir mehr über die Belohnungen. Das Buch über die Votyanoi enthält Wissen über alle Arten von Fischvolk, denen ihr begegnen könnt. Die Erdrune verbessert euer Schwert. Wählt ihr mich, behandle ich eure Wunden, wann immer es nötig ist. Ich weiß nur nicht, ob wir dann jedes Mal zu ihr zurückkehren müssen. Also natürlich wäre es schön, wenn ich jetzt im Real Life dort wäre, würde ich natürlich sofort die Behandlung auf Lebenszeit nehmen. Das ist bei so einer kompetenten Person, das sieht man ja sofort, das wäre überhaupt keine Frage, aber jetzt würde ich das Buch über die Votyanoi tatsächlich nehmen. Ich nehme das Buch über die Votyanoi. Es gehört euch, aber es ist so ein langweiliger Wälzer. Danke. Nehmt dieses Präsent als Andenken mit. Das Amulett beschützt euch vor Ertrunkenen. Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Da müsste ich mich ja nicht auch noch mit denen rumärgern. Und wir wissen noch, das gab es auch bei einem Händler, das kostet normal 400 Orens, glaube ich, oder sogar noch mehr. Also, ja, das lohnt sich auf jeden Fall so. Und jetzt wird das gelesen.
So, jetzt haben wir wieder einen Haufen Zeug, was wir verkaufen können, an wen auch immer. Ich weiß nicht, wer Bücher kauft. Abigail kauft ja keine Bücher. Was ist denn das? Der wieder zusammengesetzt wurde. Ah ja, ja. Stimmt. Ja gut. Es ist jetzt sogar noch ein bisschen Zeit. Dann... Halt, hier ist doch auch eine Feuerstelle. Geralt! Dann lassen wir es doch mal Tag werden. Und zwar mit einer ganz besonderen Neuerung. Denn der letzte Stufenaufstieg hat uns auf ein neues Level katapultiert. Wir sind jetzt ein erfahrener Hexer. Und das heißt, wir haben jetzt ein Bronze, zwei Silber und ein Goldtalent zum ersten Mal. So, Charakterstufe plus 34. Ach nee, 34 plus. So. Und das heißt, ich muss jetzt einfach mal gucken. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was wir noch machen können. So, Quen ist auch nichts mehr mit Bronze. Das erfordert alles im Muttergehen. Sind wir auch mit fertig. Ja. So, dann leveln wir einfach mal Axie auf Stufe 2. Nee, wobei halt, wir leveln jetzt einfach mal Irden auf Stufe 2 auf, oder? Naja. Na, wobei, wir machen das mal das da. So. Jetzt noch zwei Silbertalente. Moment, was habe ich letztes Mal gesagt? Da haben wir das hier nämlich angefangen. Ja, genau. Dann machen wir jetzt schneller Silber, Blitzschnitte 3. Und Gruppensilber, Unwetter 2. So, und das erste Goldtalent. Wem gebührt die Ehre, meine Herren? Ich würde sagen... Oh, das geht... Ach, das können wir ja alles noch gar nicht machen. Ah, da müsste ich erstmal Stufe 4 für machen. Und hier genauso und hier genauso. Nein, das kannst du eh knicken. Oh, okay. Das heißt, wir sparen uns das Goldtalent auf, weil ich noch nirgendwo Stufe 4 freigeschaltet habe. Gar nicht gesehen. Nicht so schlimm. Da, 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 da. Ja, macht ja nichts, dann sammeln wir erstmal ein paar Goldtalente an und verballern die später. So. Und jetzt geht es zurück auf die Felder zu Alina. Und auch das schneide ich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück auf den Feldern. Also ich hoffe, keiner ist mehr böse, dass ich die in letzter Zeit die Folgen derart zusammenschnippel, aber... Diese Wege würden uns doch sonst noch einige Minuten zusätzlich kosten und... Ich habe das schon x-mal erwähnt, man verpasst ja nichts. Außer rumgelaufe. Und von daher... Ist das in dem Sinne, denke ich, noch vertretbar, vor allem bei einem so langwierigen Projekt wie The Witcher. So, was ist, greift ihr uns jetzt schon wieder an? Der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist... so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig. Auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenjas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keine Nilfgaarde heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt mal entsprechend Geralt als Erste. Ich weiß nicht recht. Das ist traurig.
ihr solltet euch verlieben. Und das muss ich mir von einem 10-Jährigen anhören. Toll, das war's immer noch nicht, aber jetzt reicht es endgültig. Wir werden beim nächsten Mal weiter darüber nachdenken. Und dann eine Lösung für diese umhertorkelnde, fast nackte Mittagserscheinung finden. Also, bis zum nächsten Mal.